So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zu den täglich neuen Handelsideen hier gemeinsam mit Tickmill. Das sieht sehr, sehr gut aus. Scheint, als wenn alles funktioniert. Zumindest sehe ich hier derzeit keinen Grund, warum ich in irgendeiner Form daran Zweifel haben sollte. Und ehrlich gesprochen muss ich sagen, stellt sich ja so ein bisschen die Frage mittlerweile, ob die Tatsache, dass der Mike jetzt im Urlaub ist, ob das in Zukunft dann als eine Art Volatilitätsindikator gewählt oder herhalten kann. Wir haben enorme Volatilität, begünstigt natürlich durch den eskalierenden Handelskonflikt zwischen den USA und China. Wir werden natürlich auf diverse Details eingehen, eine enorme Handelsspanne. Wenn man sich alleine mal die Schwankungsbreite im Dow Jones anschaut über Nacht, dann haben wir eine Volatilität, die wir bis vor kurzem noch auf ganzer Wochenbasis hatten. Und es sieht zunächst einmal danach aus, als wenn die Situation rund um den Handelskonflikt zwischen den USA und China nicht weiter eskaliert. Da gibt es ein Indiz, das heute früh lief, als nämlich das Fixing der People's Bank of China dann kommuniziert wurde. Und die legt den Wechselkurs fest und hat diesen interessanterweise stärker. Die Stummschaltung ist aktiviert. Die Stummschaltung ist aufgehoben. Okay. Hat diesen Fixing-Preis, hat den stärker angesetzt, als das erwartet wurde. Immer noch verhältnismäßig schwach und oberhalb der 7er-Marke. Aber nichtsdestotrotz ist das ein erstes Indiz dafür, dass man hier keine weitere Eskalation provozieren möchte seitens China. Dazu, wie gesagt, gleich mehr. Wir wollen, wie gewohnt, zunächst einmal einen Blick auf den Risikohinweis werfen. Und zwar ist der hier. So, das funktioniert auch alles bestens. Und der Hinweis, dass der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin zu Verlusten führen kann und nicht für jeden Anleger geeignet ist und Tickmill keine Finanzberatung anbietet. Die folgenden Inhalte, die stellen weder eine Aufforderung zum Handeln dar, noch sind sie als Anlagefehlung oder sonst dergleichen zu interpretieren. Alles Weitere zu dem Risikohinweis, das waren jetzt die ersten zwei Sätze, findet man dann auf der Webseite. Eingeblendet übrigens im Stream hier unten, ja, tickmill.co.uk oder tickmill.com einfach. Und dann kann man die jeweilige Regulierungsbehörde, den man da anschauen möchte, kann man dann entsprechend wählen. Und wir wollen der Vollständigkeit halber, auch wenn das eigentlich nur, ja, also nebenbei erwähnt werden soll, der Wirtschaftsdatenkalender, einen kurzen Blick auf diesen werfen. Ich habe den ausgeschnitten von der Webseite auf tickmill.com und die wichtigsten News-Events, die finden wir dann eben in diesem Zusammenhang hier für den heutigen Tag. Insgesamt ist der Wirtschaftsdatenkalender verhältnismäßig dünn. Wir haben heute alles in allem vielleicht maximal, und das wird auch kaum Volatilität in irgendeiner Form eben begünstigen, hier die Job Openings anknüpfen, vielleicht an die Non-Farm Payrolls, aber wie gesagt, das ist nur der Vollständigkeit halber. Es ist im Grunde genommen heute ein verhältnismäßig dünner Wirtschaftsdatenkalender. Wir brauchen aber auch keine Wirtschaftsdaten vor dem Hintergrund der aktuellen Volatilität und der Eskalation des Handelskonfliktes dort zwischen den USA und China. Übrigens, das vielleicht mal ganz interessant, darauf würde ich gerne mal hinweisen, das ist für alle diejenigen welchen, die Kiwi gerne traden. GDT, es ist ein Preisindex für den Milchsektor in Neuseeland. Neuseeland ist im Bereich Milch und Soft Commodities generell, ist das ein ich nenne es jetzt mal Global Player. Und es gibt eine sehr interessante Korrelation. Wir werden nicht darauf eingehen, aber es ist einfach nur mal so der Vollständigkeit halber einfach, ich streue das mal hier mit so ein, für Kiwi-Trader vielleicht rund um den Globus ganz interessant, die sich das jetzt hier anschauen. Und zwar gibt es eine interessante Korrelation, positive Korrelation der Milchpreise zur Inflationserwartung in Neuseeland. Wobei man natürlich aktuell sagen muss, das ist zwar insgesamt vielleicht ganz spannend, aber nichtsdestotrotz bedürfte es derzeit nur ganz marginal die Geldpolitik der Reserve Bank of New Zealand irgendwie beeinträchtigen. Vor dem Hintergrund eines immer weiter expansiver veranschlagten geldpolitischen Kurses. Ich verweise auch ganz bewusst auf die RBNZ, weil nämlich die RBNZ, also die Reserve Bank of New Zealand, morgen ihren Zins entscheidet und erwartet wird, dass sie den Zins senken wird. Also das sei jetzt in dem Zusammenhang auch mal kurz erwähnt. Das wäre es aber dann auch schon mit Neuseeland und den Wirtschaftszahlen hier gewesen. Blicken wir auf die Märkte und blicken wir mal auf das, was wir aktuell hier zu sehen bekommen.
Das ist ein Tageschart und das ist die Tageskerze. Wir sind in der Nacht gehandelt worden bis 11.330 Punkte, notieren aktuell fast 400 Punkte fester auf den DAX. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin derzeit so ein bisschen hin und her gerissen. Also damit man mal eine Einschätzung dazu bekommt, ich habe unter anderem einen Handelsansatz, den ich trade, das ist eine quantitative Herangehensweise, die hier für heute ein Long-Signal generiert. So, das wusste ich auch gestern schon, dass da ein Long-Signal generiert wurde und deswegen hängt es so ein bisschen davon ab, wie sich dann die Gesamtsituation am Markt natürlich darstellt. Nachdem wir jetzt die massiven Abschläge über Nacht gesehen haben und auch die Volatilität, die ansteigende, sind Long-Positionen weiterhin eigentlich nicht unbedingt das, was du wirklich haben möchtest. Und infolgedessen habe ich heute früh wirklich drüber nachgedacht. Ich habe mich dagegen entschieden, ich habe den Trade jetzt tatsächlich gemacht. Das ist eine kleine Size, also nichts Weltbewegendes. Ich lasse den Ansatz also dort rein quantitativ durchlaufen. Aber nichtsdestotrotz habe ich so ein bisschen Bauchschmerzen gehabt. Oder ich habe immer noch Bauchschmerzen, ehrlich gesprochen. Habe ein vorkalkuliertes Risiko, würde auch jetzt mich damit absolut abfinden können, ohne Probleme, wenn der Trade dann ausgestoppt würde. Long-Positionen sind weiterhin in Equities nochmal nicht unbedingt das Gebot der Stunde. Also wir sollten sehr, sehr vorsichtig sein. Aber die Price Action, die wir jetzt bisher zu sehen bekommen in Equities, ist natürlich schon einmal nicht ohne, wenn man sich überlegt, dass wir, und da gehen wir jetzt mal auf die 5-Minuten-Basis, da sieht es noch dramatischer, wir haben, wie gesagt, mit massiven Abschlägen heute Nacht schon bereits eröffnet und sind dann bis eben in den Bereich um 11.330 Punkte ungefähr verkauft worden, nur um jetzt hier eine sehr scharfen Gegenbewegung aufzuwarten. Und ich muss ehrlich gestehen, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es das vielleicht auch noch nicht war auf der Oberseite, dass da noch wesentlich mehr an Aufschlägen folgen kann. Und der Grund dafür findet sich, einen Moment, hier in einer Entwicklung, die heute früh stattgefunden hat. Also die Entwicklung von heute früh, dann switchen wir nochmal kurz zurück. Ich bin jetzt hier kurz auf meinem Twitter-Feed, um die Zusammenfassung mal eben hier einzufangen. Und zwar war das der Hauptgrund dafür, weswegen sich Equities jetzt freundlich zeigen. Weswegen auch es derzeit zu keiner weiteren Abwertung des chinesischen Yuan kommt. Auf den schauen wir gleich. Warum Gold so ein bisschen anfängt, eine Top-Struktur auszubilden. Und zwar sieht man hier, dass die PBOC, also die People's Bank of China, das ist die Zentralbank der Chinesen, dass die heute früh den Kurs für den chinesischen Yuan hier bei 6,9683 eben entsprechend festgelegt hat. Wir erinnern uns daran, dieses Fixing, was dort stattfindet, hatte gestern dazu geführt, dass es eben zu den Turbulenzen kam, weil die Chinesen erlaubt haben, und sie erlauben es offensichtlich immer noch, dass wir über dieser psychologischen Grenze von 7 aktuell handeln. Also sprich, etwas anders formuliert, man ist hier offensichtlich als Antwort auf die neu verkündeten Importzölle seitens den USA bereit, den chinesischen Yuan abzuwerten, um eben negative Effekte, die infolge dieser Importzölle für die chinesische Exportwirtschaft zu erwarten sind, abzufedern. Es gibt auch dann in dem Zusammenhang eine relativ einfache Überlegung, wie man sich das vorstellen kann. Wir werden jetzt nicht in die Details gehen, die Mathematik dahinter, auch wenn es nicht besonders komplex ist, aber tatsächlich kann man diesen negativen Effekt, die Größe, die Höhe der Importzölle, kann man in der Tat eben durch eine Abwertung in gleicher Höhe der Währung, kann man eben abfedern. Also man kann einen Importzoll von 10% zum Beispiel auf 300 Milliarden an Gütern, also in einer Höhe, Größenordnung von 30 Milliarden, kann man offsetten, indem man einfach eine Abwertung des chinesischen Yuan auf den Weg bringt. Ja, logischerweise, um dann eben diese negativen Effekte nicht zu sehen. Infolgedessen kam es natürlich zu weiteren rhetorischen Eskalationen. Das ist viel interessanter eigentlich in dem Zusammenhang. Nämlich, dass die USA, ganz besonders natürlich Donald Trump, wieder dieses Label den Chinesen geklebt haben, wonach sie ein Währungsmanipulator sind und dergleichen. Dass man allerdings in diesem Zusammenhang mit einer Antwort hat rechnen dürfen, denke ich, ist jetzt keine so große Überraschung. Und die Rhetorik, die dann angeschlagen ist, hat auch den ein oder anderen Volkswirt vielleicht oder auch Trader generell so ein bisschen zum Schmunzeln veranlasst. Es war damit zu rechnen, dass solch eine Rhetorik seitens den USA gewählt wird. Was in dem Zusammenhang wahrscheinlich auch wiederum viel interessanter ist, ist, dass es darauf hindeutet, dass weitere Eskalationen durchaus eine Option darstellen. Nichtsdestotrotz ist dieser Schritt seitens der Chinesen meines Erachtens nach, und das zeigt sich auch in der Price Action des Marktes, einen Indiz dafür, dass man seitens China sagt, passt auf, wir sind bereit, Gegenmaßnahmen einzuleiten. Wir haben bis jetzt uns
nichts in irgendeiner Form, in Anführungsstrichen, zu Schulden kommen lassen oder wir haben diesbezüglich das über uns ergehen lassen, diese Importzölle und dergleichen, sind jetzt allerdings nicht mehr länger bereit, dieses Gängeln, so nennen wir es vielleicht mal, irgendwie in irgendeiner Form hinzunehmen und gehen dann auch den Schritt, dass wir über den Währungsbereich eben versuchen, die negativen Effekte abzufedern und auch diese psychologische Marke dann bei 7 verlaufend im Dollar, chinesischen Yuan, eben überspringen zu lassen. Nichtsdestotrotz ist es eben so, das ist so ein Zeichen eines vielleicht Goodwills seitens der Chinesen, so würde ich das interpretieren, nämlich dass die Chinesen sagen, also wir haben jetzt gezeigt, wir sind bereit und wir sind auch noch nicht bereit von unserer aktuellen Lockerung, unserer geldpolitischen Lockerung abzutreten, aber wir gehen nicht auf Gedeih und Verderb einen Weg, wo wir immer weiter unsere Währung abwerten und uns hier auf einen dann über die Währungsschiene eskalierenden Handelskonflikt, Währungskrieg und dergleichen eben dort hineinziehen lassen und damit eben diese Gegenmaßnahmen einleiten, sondern wir zeigen uns an dieser Stelle jetzt hier willens, zunächst einmal den Fuß vom Gaspedal zu nehmen, die Situation ein bisschen zu deeskalieren. Wir beruhigen uns, wir atmen alle mal tief ein, wir atmen alle tief mal aus, wir reden wieder miteinander, wir versuchen miteinander zu kommunizieren, sicherlich unter anderen Vorzeichen, denn die Art und Weise, wie Donald Trump auch in der Vergangenheit dort aufgetreten ist, ist sicherlich alles andere als dann angenehme Handelsgespräche oder generell Verhandlungen zu führen, welcher Hinsicht auch immer. Aber nichtsdestotrotz ist das ein Zeichen, ein guter Wille. Und solange dieser gute Wille vorhanden ist, ist eine weitere Eskalation des Handelskonfliktes nicht abzusehen. Und genau das sorgt dafür, dass Equities aktuell sich festzeigen. Nichtsdestotrotz sind wir weiterhin in einem extrem volatilen Marktumfeld. Gestern hier zum Beispiel, den fand ich super, den Tweet von Holger Chip. Das ist ein Weltjournalist, also der ist auch sitzt in Berlin. Ich kenne ihn auch tatsächlich persönlich, also wir haben tatsächlich auch schon mal zusammen telefoniert. Er hat eine super Zusammenfassung des gestrigen Handelstages eigentlich aufgefangen, deswegen habe ich das geretweetet. Und zwar haben wir hier, Dow plunged 767 points, almost 200 points off the lows. Also wir sind fast 1000 Punkte in der Spitze unter Druck geraten. Und das ist jetzt unterm Strich, tatsächlich, muss mal kurz gucken, steht hier das drin? Ja, da ist er. The sixth largest point decline in history. Also das war der sechstgrößte Punktverlust im Dow Jones aller Zeiten. Wir waren kurzzeitig sogar auf dem Weg, den zweitgrößten Punktverlust mit über 1000 Punkten eben zu markieren. Wie gesagt, wir haben uns von diesen Tiefs ein wenig haben wir uns erholen können. Und das zeigt eben, dass die Volatilität weiterhin extrem hoch bleibt und elevated, sagt man im Englischsprachen, also weiter auch erwartet werden sollte, hoch zu bleiben. Das heißt also, wir sehen derzeit zwar eine leichte Deeskalation, nichtsdestotrotz sollte man für sein Trading berücksichtigen, dass die Volatilität weiterhin sehr hoch bleiben dürfte und erwartet werden sollte und jegliche weitere Eskalation eben vielleicht auch nur eine Frage der Zeit darstellt. Vielleicht ist das zwar ein Zeichen des guten Willens, aber jegliche Anzeichen seitens der USA hier wieder die Rhetorik dann zu verschärfen oder in die gleiche Kerbe zu schlagen, die weiter scharfe Rhetorik, so muss man es eigentlich sagen, zu schlagen, wie wir es jetzt zum Wochenstart gesehen haben, ist in der Lage eben dieses zunächst positive Zeichen hier komplett zu konterkarieren und kann dann eben dazu führen, dass aus einer eventuell schärferen Gegenbewegung und Rückeroberung der 11.700er Marke im DAX nicht viel überbleibt und wir uns tatsächlich dann doch nochmal in Richtung der Tiefs eben bewegen. Sollte es aber zu einer Gegenbewegung kommen, auch rein technisch muss man sagen, denn wir sind natürlich infolge dieser Abschläge hier auf Tagesbasis, jetzt kann man das relativ gut sehen, auf Stundenbasis wird es natürlich auch nochmal erkennbar. Wir sind natürlich nach unten massiv überdehnt, wie wir uns darstellen und Gegenbewegung scheint dort eigentlich absolut folgerichtig aus rein technischen Gesichtspunkten, weil einfach aus Chance-Risiko-Verhältnis technischer Perspektive Shorts nicht mehr besonders attraktiv scheinen, dann habe ich durchaus so ein bisschen die Hoffnung nicht, aber den Optimismus, dass es hier zu einer Gegenbewegung kommt, die sich auch noch relativ weit ausdehnen könnte. Also ich könnte mir realistisch vorstellen, dass wir vielleicht besonders dann, wenn wir eben die Hochs des gestrigen Handelstages verlaufend um Pi mal Daumen 11.830 Punkte ungefähr, wenn wir diese rausnehmen, dass wir dann sogar eine Ausdehnung einer Korrekturbewegung bis in den Bereich um 12.000 Punkte zu sehen bekommen. Nichtsdestotrotz bleibt es dabei, dass alles in allem wir damit rechnen sollten, dass es jederzeit wieder zu einer erneuten Attacke kommt. Wir sind deutlich unter diese blaufarbene Linie gerutscht, das ist der EMA 200. Wir haben hier gestern einen Fall auch unter die 200-Tage-Linie zu sehen bekommen, das ist hier diese pinkfarbene Linie.
Nachhaltiger Bruch ist das noch nicht, definitiv, und wir arbeiten gerade daran, den zurückzuerobern, aber nichtsdestotrotz ist es eben auf jeden Fall ein erstes Warnungszeichen, ein Signal, dass es hier auch weitere Abwärtsdynamik geben könnte, und sobald wir erneut Abwärtsmomentum aufnehmen, wir haben es ja gestern gesehen, wir sind gescheitert ungefähr im Bereich um 11.800 Punkte und haben relativ zügig dann diese Tiefs wieder angelaufen um 11.650 Punkte, in den Abend hinein sind wir sogar unter 11.600 gerutscht, dann über Nacht kam es zu weiteren Abschlägen. Da ist jederzeit eben dann auch realistisch, dass wir auch vor dem Hintergrund der erhöhten Volatilität Abschläge zu sehen bekommen, die uns bis in die Gefilde hier zunächst einmal dieser, das sind die März-Tiefs, ne? Ja, März sind die März-Tiefs, ja. Wir sind im Bereich um 11.250 Punkte, dass wir dort zurücksetzen, was natürlich vor dem Hintergrund, das ist interessant. Dass wir vor diesem Hintergrund der erhöhten Volatilität diesen Bereich, wie gesagt, auf jeden Fall anlaufen können und dann auch die Übernacht-Tiefs in diesem Zusammenhang eben eventuell nochmal nicht nur anlaufen, sondern auch unterschreiten, wobei dann allerdings das nur noch ein Katzensprung vor dem Hintergrund der erhöhten Vola eben bis in Richtung der März-Tiefs ist. Ich habe gerade eine Meldung gekriegt von Elena, die sagt, das Bild auf Facebook ist stark verschwommen. Also ich sehe es ja hier nur im Backend und da ist eigentlich alles fein. Und HD steht da auch. Also ich hoffe, dass das weiterhin klar und deutlich erkennbar ist, das Bild. Manchmal, ich weiß, dass das manchmal bei YouTube auch so ein bisschen ab und an so ein Blurry ist, also dass das so ein bisschen verschwommen sich darstellt und dann aber kurze Zeit später wieder sauber ist, ja. Okay, also auf jeden Fall, wie gesagt, die Volatilität sollte erhöht bleiben. Ich persönlich, wie gesagt, habe mit meiner kleinen Long-Position, mit dem einen Handelsansatz, den ich hier fahre, so ein bisschen Schwierigkeit nicht, sondern ich fühle mich nicht ganz wohl. Das ist dann eben etwas, also an Elena, nein, ich habe nichts geändert, ich habe nichts gemacht, einfach nur laufen lassen. Die Long-Position, wie gesagt, kleine Long-Position, die ich hier in diesem Zusammenhang, wie gesagt, halte, ist ein bisschen, ich finde es ein bisschen tricky. Ich zolle der Tatsache Tribut, diese Skepsis dort zu haben, dass ich eben mit kleinerem Risiko eben tatsächlich die Position dann fahre und der Volatilität das entsprechend anpasse. Long-Positionen sind vor dem Hintergrund der erhöhten Vola und den ersten Anzeichen einer kurzzeitigen Entspannung, so nennen wir sie jetzt mal, auf jeden Fall. Ich kann sie rechtfertigen. Also sie sind auch Chance-Risiko-Verhältnis technischer Perspektive. Zwar antizyklisch, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, rechtfertigbar. Sind aber dennoch natürlich genauestens aktiv zu beobachten, auf jeden Fall. So die Einschätzung für den DAX. Ich habe jetzt was ganz Spannendes, ehrlich gesagt. Und zwar den Devisenbereich. Da haben wir eine unglaublich interessante Entwicklung gesehen gestern. Ich hatte auch dazu in einem Devisenbereich, eine kleine Long-Position, war auch eigentlich ein systematischer Ansatz, und zwar im euro-japanischen Yen. Der Euro hat sich gestern erstaunlich stark präsentiert. Das war wirklich echt interessant zu sehen, wenn wir uns mal den Euro-Yen anschauen. Wir hatten das auch kurzzeitig thematisiert gestern. Also der Ansatz, der basiert hier auf dieser Range, ist aktuell noch nicht formulierbar. Also diese rotfarbenen, waagerechten Linien, die hier sind, der ein oder andere, der weiß das noch, der jetzt hier zuhört, gerade aus dem Tickmill Trading Bootcamp, zu Beginn des Jahres, da war das ein Ansatz, den wir damals dort thematisiert haben, den wir umgesetzt haben und der sich auch sehr, sehr gut geschlagen hat über diese 3 Monate, wie wir dieses Bootcamp hatten. Und das Interessante ist jetzt natürlich, wir hatten haben in einem Umfeld, in dem der japanische Yen gut performt, und das ist das aktuelle Umfeld, erhöhte Volatilität, Risikoaversion, Kapitalrückflüsse, also Rückabwicklung von Carry Trade, sehen wir per se einen starken japanischen Yen. Wir hatten auch einen Dollar-Yen, hatten wir ja gezeigt gehabt, ich will das hier nochmal kurz im Daily zeigen, diese massive Gegenreaktion, die dort letzte Woche Donnerstag nach der Ankündigung von diesen Importzöllen, überraschenden Ankündigung von Twitter, über Twitter, via Trump, sich abgezeichnet hat. Wir hatten es gestern auch, wie gesagt, thematisiert und in diesem Umfeld erwartest du eigentlich den japanischen Yen auf breiter Front stark, eventuell sogar ganz besonders gegenüber dem Euro, der einfach mal das Opfer, in Anführungsstrichen, sein könnte einer nächsten Attacke in Bezug auf weitere Importzölle seitens den USA, dass nämlich die Trump-Administration bzw. Donald Trump, dass er eben diese Androhung von Importzöllen, dass er diese ausdehnt auf den europäischen ganz besonders Automobilsektor. Und jetzt wird es interessant.
In diesem Zusammenhang erwartest du den Euro nicht stark. Ganz besonders auch nicht, ganz vor allem mit Aussicht auf die sich dann im September expansiv präsentierende EZB. Das ist ja jetzt durchaus auch schon vor 2-3 Wochen auf der letzten Zinssitzung thematisiert worden. Die Erwartungshaltung auch am Geldmarkt beispielsweise und an den Swap-Märkten geht ganz deutlich in die Richtung, dass man erwartet seitens der EZB, dass es ja eine Zinssenkung gibt auf minus 0,1%. Und in diesem Umfeld erwartest du den Euro nicht stark. Folgerichtig war es zunächst einmal jedenfalls so, wenn wir uns Euro-US-Dollar anschauen, dass wir eben hier dann auch nach der FED letzte Woche Mittwoch unter die 1,11 gerutscht waren, neue Jahrestiefs markiert haben. Aber jetzt diese scharfe Gegenbewegung, die passt erstmal nicht ins Bild. Ich bin auch weiterhin nicht wirklich willens, den Euro long zu traden derzeit. Also diese Bewegung, ich würde sie jetzt noch nicht überbewerten, aber ich finde es interessant. Und es gibt Erklärungsversuche in diesem Zusammenhang, die für mich absolut plausibel erscheinen. Gibt es hier einen Trader, ich glaube, der ist auch für einen Hedgefonds ist der tätig, und der hat etwas ganz, ganz Interessantes hier geschrieben, und zwar schreibt er, the whole world is underweight the Euro, also die ganze Welt, man meint der Asset Manager beispielsweise, ist den Euro untergewichtet long, oder beziehungsweise sieht den Euro sehr, sehr skeptisch. Nachvollziehbar. Ich meine, mit Ausblick auf eine EZB-Präsidentin Lagarde als Nachfolgerin von Mario Draghi, die nochmal ein Stück weit dovischer daherkommt, einer sowieso sich jetzt auch schon bereits in diversen Statements abzeichnenden, sehr dovischen Haltung seitens der EZB, eines konjunkturellen Abschwungs in Deutschland. Da muss man allerdings sagen, Factory Orders heute früh aus Deutschland sind besser als erwartet veröffentlicht worden. Also da gab es ein leichtes Aufblühen der deutschen Wirtschaft, aber das ändert nichts daran, dass sich am Horizont auch hier eine Rezession abzeichnet und Deutschland als größte Volkswirtschaft der Eurozone natürlich dann als Zugpferd für den Euro gewertet werden sollte und eine Eintrübung des konjunkturellen Bildes in Deutschland natürlich Auswirkungen auf die Gesamtstärke des der betroffenen Währung, also in dem Fall jetzt des Euros hat. Also egal aus welcher Richtung man sich eben nähert, der Euro ist nachvollziehbar skeptisch zu beugen und er bleibt es auch. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass dieser Einstieg jetzt in den Handelskrieg, sondern auch den Währungskrieg dort und die Maßnahmen der Chinesen, dass da natürlich es zu ganz, ganz interessanten Entwicklung kommt, da kann man es nämlich sehen, now that US has entered the currency war, also jetzt nachdem sich eben die USA ebenfalls in den Währungskrieg hier bewegt haben, Pension Asset Manager, also größere Asset Manager, Pensionsfonds und dergleichen, die den Euro short sind, um eben dort Carry Trades zu finanzieren, also wir hatten es schon gesagt, Nullzinswährungen wie der japanische Yen, aber eben auch zum Beispiel der Euro werden genutzt, um eben solche Rendite-Trades, ja, Carry-Trades nennt man die, eben zu finanzieren. Und es kommt dann eben zu einer Anpassung, also das heißt, es kommt zu ganz natürlichen Kapitalrückflüssen, die dann eben dazu führen, dass es eben in solchen Währungen wie dem japanischen Yen oder eben beispielsweise auch eben dann zu dieser Rückabwicklung dieser Carry Trades kommt. Ja? Das letzte Mal, das war im August 2015, da gab es auch eine mega Rally dann anschließend im Euro, die uns hier, da steht die Zahl 7 Big Numbers, also 700 Pips auf der Oberseite hat performen lassen. Das, was jetzt in dem Zusammenhang eben interessant ist, ist natürlich, dass dieses Umfeld nicht wirklich günstig ist, um dann hier den Euro short zu traden. Also man sollte, glaube ich, sehr, sehr vorsichtig sein, jetzt mit Positionen, die darauf abzielen, eben eine Eskalation auch des Handelskonflikts zwischen den USA und China eben zu traden. Also selbstverständlich ist jegliche Andeutung seitens Donald Trumps ganz besonders, jegliche Attacke, die er dort fährt und die eben dann eine Ausweitung der Importzölle auch auf den europäischen Automobilsektor ganz besonders eben kommuniziert, in der Lage, den Euro stärker unter Druck zu bringen. Aber nichtsdestotrotz, solange so eine Eskalation nicht herbeigeführt wird, und man sollte auch immer die Optionen in Betracht ziehen, wir hatten das schon mal, diese Verzögerung der bisherigen Situation hier, also die Verzögerung seitens den USA, solche Importzölle zu verkünden, hat auch vielleicht damit zu tun, dass wir keinen Handelskonflikt an zwei Fronten sehen wollen oder die USA das nicht sehen wollen. Also sprich, man hat mit China dann einen Gegner auch, auf den man sich voll und ganz konzentrieren sollte. Da macht es nicht wirklich Sinn, hier diesen Handelskonflikt auszudehnen, in dem Fall dann eben beispielsweise auf Europa. Das heißt also, aus der Perspektive könnte man auch noch damit rechnen, dass es ein bisschen länger dauert, wenn überhaupt es zu solch einer Kommunikation kommt. Solange es also diese Eskalation nicht gibt, ist der Euro tendenziell eigentlich eher weiter bid
oder beziehungsweise Geld gleich eher Nachfrage und bedeutet, der Euro sollte zum US-Dollar generell auf breiter Front wahrscheinlich eher stärker performen tatsächlich, sollte es hier zu weiteren Rückabwicklungen von Carry Trades in Euro finanziert kommen, die den Euro dann entsprechend stärken. Das ist also erstmal so ein rein fundamentales Bild. Ich möchte wirklich auch bezüglich Trades mich sehr, sehr zurückhalten. Wie gesagt, die Long-Seite gefällt mir im Euro nicht besonders gut. Die Short-Seite, ausgehend von den gerade geschilderten Umständen, aber auch nicht. Aber der Grund, warum ich da jetzt ein bisschen drauf eingegangen bin, hat damit zu tun, ich habe nämlich noch etwas vorbereitet für den heutigen Tag, laufend seit gestern, und zwar ein saisonales Handelsmuster im britischen Pfund. Und zwar, klick, haben wir das hier. Das ist ein saisonales Setup. Das ist jetzt nicht technisch oder sonst dergleichen zu betrachten, sondern es ist auf saisonaler Perspektive gesehen. Wir haben, das ist nicht ganz so gut dargestellt, aber TQ schreibe ich da mal vor, das ist die Trefferquote. Das tritt einmal im Jahr, tritt zwischen dem 5.8. und dem 12.8. Oder trat über die letzten 24 Jahre, das kann man hier an dieser Zahl sehen, trat eben das Phänomen auf, dass britische Pfund zum US-Dollar abgewertet ist in dieser einen Woche. Also von gestern vom Schlusskurs dann bis zum 12.8., das ist nächste Woche Montag. Und das ist in dem Fall, in den letzten 24 Jahren, ist das 18 Mal vorgekommen, dass britische Pfund hier abgewertet hat. Das Interessante war, das schreibe ich auch mal davor, das ist das Payoff-Ratio. Ich habe das nur ganz grob hier reinkopiert. Das Payoff-Ratio, das zeigt dann, dass in den Malen, wo British Pfund hier zum Dollar verloren hatte, dass dort im Schnitt 206 Pips das Währungspaar gefallen ist, während es im Schnitt 101 Pip stieg, wenn eben dieses Muster nicht aufgegangen ist. Und der maximale Drawdown, der maximale Verlust auch gleichzeitig, also sowohl als auch, lag bei 352 Pips. Das ist unterm Strich auf jeden Fall ein profitables Umfeld. Aber, und jetzt kommt nämlich genau der Punkt, ich möchte es eigentlich nur der Vollständigkeit halber thematisieren. Man könnte jetzt hergehen und anhand dieser Kennzahlen einen rein quantitativ aufgesetzten Trade eben thematisieren, der saisonalen Gesichtspunkten folgt. Aber ich habe zum einen gerade den Euro verhältnismäßig stark thematisiert. Wir haben gemeinhin eine positive Korrelation zwischen Euro und britisch Pfund. Also das bedeutet, man sollte, wenn man den Euro stark sieht, nicht unbedingt von einem kompletten Ausverkauf im britisch Pfund ausgehen, durch die starken Verflechtungen auch aus handelstechnischer Perspektive zwischen den zwei Ländern. Wobei natürlich erwähnenswert sein sollte, dass wir aktuell uns hier in diesen Brexit-Unsicherheiten weiterhin finden. Ja? Und die Wahl von Boris Johnson zum Premierminister oder Nachfolger von Theresa May und dieser, ich nenne jetzt mal Brexit-Hardliner-Kurs, den er jetzt fährt, der auch dazu schon beigetragen hat, dass wir eben hier neue Vieljahrestiefs markiert haben und auf dem Weg in Richtung des psychologisch wichtigen 20er-Levels sind. Das ist übrigens, ich zeige das mal ganz kurz, woher das kommt. So, da sehen wir es, das ist ein Tief aus dem Jahr 2016, hier verlaufend um ungefähr 1,20 Pi mal Daumen, jetzt sind wir zurückgesprungen, ist aber auch nicht so wichtig. Also Fakt ist auf jeden Fall, dass hier der Grundmodus auf jeden Fall weiter short bleibt, aber durch diese Entwicklung, die wir jetzt aus handelstechnischer Perspektive sehen, und auch durch die Tatsache, das sähe vielleicht noch ein bisschen anders aus, aber letzte Woche Donnerstag hat die Bank of England zum Beispiel keinerlei großen Verweis auf die Brexit-Unsicherheit gemacht und irgendwelche Anpassungen angedeutet. Der Geldpolitik sollte es zu einem harten Brexit kommen, sollte es zu weiteren Eskalationen kommen, sollte es zu weiteren, nennen wir sie auch mal Provokationen, vielleicht seitens Boris Johnson kommen, der der Europäischen Union im erweiterten Sinne so ein bisschen die kalte Schulter zu zeigen scheint, dann ist das jederzeit auf jeden Fall in der Lage, für weitere Abschläge im britischen Pfund zu sorgen. Ich hatte mal vor einem halben Jahr etwa gesagt, faires Bewertungsniveau britischer Pfund bei einem harten Brexit zum US-Dollar sehe ich bei ungefähr tatsächlich 1,15 Pi mal Daumen. Da haben wir also noch ein paar Meter zu machen, sollte ich mit der Einschätzung richtig liegen. Und Fakt ist auf jeden Fall, dass das natürlich auf jeden Fall weiterhin auf dem US-Dollar, Entschuldigung, auf britischen Pfund natürlich lastet. Nichtsdestotrotz sind die aktuellen Aspekte eben nicht Brexit und Sorgen um einen harten Brexit, sondern eben Handelskonflikt, und der Haupttreiber für sämtliche Schwankungen hier im Bereich auch dann britisch Pfund, US-Dollar, ist mit Sicherheit der US-Dollar. Und da sollte man auf jeden Fall ein bisschen vorsichtig sein bei der Umsetzung, Thematisierung von kurzfristigen Short-Engagements, weil nämlich kurzzeitig der US-Dollar auch durchaus realistisch unter Druck erwartet werden darf, durch entsprechende Attacken, die dann seitens der Trump-Administration gefahren werden, mit Ausblick eben auf
auch dann den geldpolitischen Kurs seitens der Fed, wo sich ja auch mehr und mehr die Anzeichen verdichten, dass es hier tatsächlich zu weiteren sehr aggressiven Zinsschritten kommt und Trump unterm Strich dann doch das bekommt, was er wollte und schon die ganze Zeit, worauf er abzielte, nämlich Zinssenkungen. Das Interessante im Zusammenhang mit diesen Zinssenkungen ist natürlich, wie gesagt, die Idee, die dahinter steckt, ist, mehr Liquidität sollte eigentlich zu neuen Allzeithochs dann im Equity-Bereich führen. Ich gehe mal kurz hier auf den S&P. Der hat sich gestern oberhalb der 200-Tage-Linie halten können, kurzzeitig einen Attacke gesetzt hier auf die 200-Tage-Linie, aber wie gesagt, konnte zunächst einmal gegen diesen Bereich verteidigt werden. Das letzte Mal, als wir solch ein Aufsetzen gesehen haben, das haben wir ja erkennen können, gab es eine sehr, sehr starke Rallye auf der Oberseite, nachdem wir im Bereich der Allzeithochs gescheitert waren. Das einzige Problem, was ich jetzt mittlerweile sehe, ist, die Haupttreiber, die dahinter gesteckt haben, hinter dieser Bewegung, waren unter anderem einerseits die Trade Talks mit China are going great or are going well. Man hat ja diese Thematisierung häufiger gesehen, wonach jedes Mal, wenn der Markt irgendwie unter Druck geraten war, plötzlich ein Tweet von Trump über den Äther lief, wonach es alles super läuft im Zusammenhang mit den Gesprächen mit China im Handelsbereich, Handelskonflikt. Wenn es nicht Trump war, dann war es Kudlow, sein Chief Economic Advisor aus dem Weißen Haus. Wenn es nicht der war, dann war es Steven Mnuchin, der Finanzminister. Nur wird dir jetzt keiner mehr glauben, dass die Trade Talks well laufen. Also da musst du, glaube ich, schon sehr, sehr viel Fantasie mitbringen, um zu sehen, dass sich hier eine Annäherung in irgendeiner Form abzeichnet. Alternativ dazu sprichst du dann eben von einer sich geldpolitisch expansiv zeigenden Fed, die aber auch mehr und mehr eingepreist wird und die sich nur deswegen geldpolitisch aktiv zeigen dürfte, so zumindest auch die Kommunikation aus ihrem Statement von vor zwei Wochen, vor einer Woche, dass sie sich nur dann expansiv präsentiert, sollte es zu einer Eskalation aus global politischer Perspektive oder aus konjunktureller Perspektive kommen. Und das ist natürlich etwas, was nicht unbedingt dann dafür spricht, dass hier die Equities sich weiterhin stark präsentieren. Also in dem Zusammenhang bleibt abzuwarten, ob es dann auch jetzt hier zu einer solch derart starken Gegenbewegung eben tatsächlich in diesem Bereich kommt. Fakt ist auf jeden Fall, so viel steht fest, nochmal, und damit schließen wir das eigentlich im Großen und Ganzen schon, die Volatilität sollte hoch bleiben und das gilt, nochmal abschließend vielleicht hier geblickt, das gilt vor allem, solange wir uns im Dollar-Yuan oberhalb der 7er-Marke eben stabilisieren können. Also das ist hier diese gestrichelte Linie. Wie gesagt, dieses Reichen der Hand der Chinesen, das ist ein positives Zeichen, das wird vom Markt auch so interpretiert. Nichtsdestotrotz, solange wir oberhalb dieser psychologisch wichtigen 7er-Marke handeln, ist die Eskalation weiterhin gegeben im Handelskonflikt und jegliche weitere rhetorische Eskalation, die auch entsprechend, also rhetorische Eskalation seitens des Weißen Hauses, seitens Donald Trump, seitens Twitter, was auch immer, die dann entsprechend eine aggressivere Gegenreaktion seitens Chinas eben provoziert und zu einer weiteren Abwertung des chinesischen Yuan führt, ist auf jeden Fall in der Lage, dann auch für entsprechend stärkere Schwankungen im Markt zu sorgen. Und soweit wäre es das meinerseits erstmal gewesen. Ich schaue jetzt mal kurz in die Fragebox, in die Chatbox hier, ob sich dort was abgezeichnet hat. Einen Moment. Ja, sieht schon mal gut aus. Kurz mal hier gucken. Okay. Nee, also da scheint alles fein zu sein. Und soweit. Wir haben jetzt die Kassaeröffnung, die sich hier abzeichnet. 9 Uhr. Das wäre es dann im Großen und Ganzen meinerseits gewesen. Oh, ich gucke mal jetzt ganz kurz. Jetzt ist gerade, glaube ich, die Kamera eingefroren, wenn ich das hier richtig sehe. Interessant. Wenn ich das Ding wieder klein mache? So. Was man jetzt thematisieren könnte, das vielleicht noch ganz kurz für die Trading-Perspektive, auch wenn wir das jetzt gleich nicht en Detail hier thematisieren wollen, aber das klassische Open-Range-Setup, DAX-ORB nennen wir das mal, wo wir die Range festlegen zwischen 0800 bis 0905 Uhr. Da gucken wir uns das Hoch und das Tief an, verlaufend hier wieder mit diesen zwei waagerechten Linien. Und da sehen wir, das Tief liegt bei 55, das Hoch liegt bei 13. Das wäre dann die Open Range. Sieht auch danach aus, als wenn wir in der weiter verharren würden erstmal. 11, 6, 55, 11, 7, 13. Wir handeln in Relation zu dieser blaufarbenen Linie hier, das ist unser Trendfilter, oberhalb diesen.
Das heißt also, das ist der EMA 50 auf 5-Minuten-Basis. Über EMA 50 auf 5 Min gleich Long. Und das hieß etwas anders formuliert, dass ein Setup dann aussehen würde: Entry Long 11, 7, 13, Stop unter dem Tief 11, 6, 55. Risiko wären dann 58 Punkte, richtig? Ja. 58 P und Ziel liegt, ich schreibe die Chance gleich oben drüber, weil das CRV 2 zu 1 ist, bei 116 P. Und demnach bei 11.829. Das ist unser Ziel. Das wäre ein Setup, was wir hier formulieren können und was jetzt auch tatsächlich valid ist. Also das heißt, das ist jetzt aktiv geworden gerade eben. Ja, soweit wäre es das meinerseits gewesen. Dann wünsche ich euch jetzt Happy Trading. Passt auf die Stops auf. Seid auf der Hut. Die Vola sollte weiterhin hoch bleiben. Und wir hören uns dann morgen wieder. 8.30 Uhr zu den täglichen Handelsideen mit Tickmill. Ja. Habt euch wohl. Macht's gut. Bis dann und tschüss.